Ich gebe das Wort dem Kollegen Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe es geahnt, Frau Bundeskanzlerin, dass wir von Ihnen keine einzige Äußerung zum Spionageskandal, der langsam zu einer Staatskrise wird, hören werden. Ich wusste, dass Sie sagen, es ist kein Thema, Herr Kauder, aber das stimmt nicht. Bei allen Treffen, zu denen sie fährt, findet sie Leute, die abgehört worden sind. Insofern ist das ein Thema, kann ich nur sagen. Und wir haben schon vor längerer Zeit festgestellt, dass NSE Deutschland komplett ausforscht. Die behandeln uns immer noch wie ein ehemaliges besetztes Feindesland. Und ich sage Ihnen klipp und klar, das dürfen wir uns nicht länger bieten lassen. Darunter ist übrigens auch eine gravierende Wirtschaftsspionage. Aber nun hat sich herausgestellt, dass der BND für NSE und sich selbst abertausende rechtswidrige Handlungen beging. Die deutsche Wirtschaft ist davon betroffen. Europäische Regierungen sind davon betroffen. Die EU-Kommission ist davon betroffen. Und die ganze Mehr, dass das Ganze der Terrorismusbekämpfung dienen soll, ist damit widerlegt. Vielleicht so ein kleiner Anteil, aber der ganze Rest ist politische und Wirtschaftsspionage. Und das ist beim besten Willen nicht hinnehmbar und strafbar. Und ich sage Ihnen auch, Frau Bundeskanzlerin, Sie zeigen viel zu wenig Rückgrat gegenüber der US-Administration. Und Willfährigkeit und Duckmäusertum führen zur Verachtung. Und was wir brauchen, ist Respekt. Und Respekt ist die Grundlage, um eine Freundschaft aufzubauen. Anders funktioniert das nicht. Wir haben höchstwahrscheinlich eine tiefe Schuld gegenüber europäischen Partnern auf uns geladen. Und, Frau Bundeskanzlerin, diesmal können Sie sich nicht mit Schweigen aus der Affäre ziehen. Ich gehe davon aus, dass der Kanzleramtschef seine Vorgänger und auch Sie unter Eid im Untersuchungsausschuss aussagen müssen. Wir brauchen Aufklärung und Klarheit. Es wird höchste Zeit. Im Übrigen hat der frühere Bundesinnenminister Friedrich, ja, passen Sie auf, Herr Kauder, der frühere Bundesinnenminister Friedrich hat der deutschen Wirtschaft versprochen, dass die US-Spionage in der Wirtschaft aufhört. Das war offenkundig falsch. Deshalb ist auch die Wirtschaft zutiefst enttäuscht, auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin. Und schließlich könnten Sie Präsident Obama doch mal eins erklären. Seit dem 2+4-Vertrag letztlich ist der Besatzungsstatus Deutschlands beendet. Deutschland ist ein souveränes Land, und wir und kein anderer haben zu entscheiden, mit welchen Geheimdiensten wir wie zusammenarbeiten. Und wenn es keine Spionage geben soll gegenseitig, dann haben Sie das auch durchzusetzen. Aber nun komme ich zum G7-Treffen. Also, da wollen Sie über den Klimaschutz reden. Darf ich Ihnen mal sagen, ohne Russland und vor allen Dingen ohne China sind Gespräche zum Klimaschutz ziemlich albern. Die bringen nichts. Allerdings gibt es eine Chance, dass man sich jetzt selbst mit China verständigen kann. Und wissen Sie auch warum? Weil die Luft in Peking so schlecht geworden ist, und die Luft macht auch nicht Halt vor dem Politbüro, auch nicht Halt vor dem Partei- und Staatschef. Und Sie wissen ja, wenn es Menschen selbst betrifft, werden sie gelegentlich einsichtig. Also ich kann nur hoffen, dass wir endlich in dieser Menschheitsfrage etwas erreichen. Aber wie kommen Sie eigentlich darauf, dass 7 Regierungs- und Staatschefs Weltpolitik machen können? Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie die UNO ersetzen dürfen? Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass diese Staaten anmaßen, für alle anderen Staaten zu entscheiden haben? Das ist völlig indiskutabel, und deshalb wird es einen sehr breit angelegten Protest dagegen geben, und ich meine auch zu Recht. Und außerdem ist selbst das G7-Treffen gar nicht in der Lage, Weltpolitik zu machen. Denn es ist die internationale Finanzwelt, die bestimmt, was dort geschieht. Wir haben kein Primat der Politik mehr. Und selbst die Union müsste doch daran interessiert sein, dass wir wieder ein Primat der Politik herstellen, dass nicht die Banken bestimmen, was sie machen, sondern wie sie wieder eine Chance haben, zu bestimmen, was die Banken machen. Aber davon sind wir meilenweit zur Zeit entfernt. Und dann, Frau Bundeskanzlerin, sind Sie ja die Vorsitzende beim G7-Treffen. Und da frage ich Sie mal, warum hatten Sie nicht den Mumm, Herrn Putin einzuladen? Also, dass die Grünen so naiv sind, zu glauben, dass man in der Friedens- und Außenpolitik vorankäme, wenn man ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, eine Vetomacht im Sicherheitsrat, eine Atomwaffenmacht, das militärisch stärkste und größte Land Europas, nämlich Russland, versucht zu isolieren, mag zum Teil mit deren Jugend zusammenhängen. Aber Sie können das nicht ernsthaft glauben, Frau Bundeskanzlerin. Und das ändert auch nichts daran, dass es eine notwendige Kritik an Putin und seiner Regierung geben muss. Und wir hatten vor kurzem, im 70. Jahrestag der Befreiung von der Nazi-Diktatur und
des Endes des Zweiten Weltkrieges. Und ich finde, es hätte sich gehört, dass viele, auch westliche Staatsoberhäupter und Regierungschefs und auch Sie, Frau Bundeskanzlerin, an der traditionellen Feier zu diesem 70. Jahrestag am 9. Mai in Moskau teilgenommen hätten. Ich sage Ihnen auch, warum. 27 Millionen Sowjetbürger haben ihr Leben im Kampf gegen Hitler verlassen. Und die haben unsere Ehrung verdient. Dabei bleibe ich. Aber immerhin, Frau Bundeskanzlerin, Sie waren ja wenigstens einen Tag später da. Wenigstens einen Tag später haben einen Kranz mit Putin am Ehrenmal des unbekannten Soldaten niedergelegt und auch ein Gespräch geführt. Und deshalb sage ich Ihnen, Deeskalation und die Aufhebung der Sanktionen gegenüber Russland bedeuten Friedenspolitik. Beides liegt im Interesse des ukrainischen und des russischen Volkes, im Interesse ganz Europas, auch in unserem Interesse. Wenn Sie denken, die Zuspitzung zwischen Ukraine und Russland nutzt Ukraine, Herr Barz, dann verstehen Sie von Außenpolitik gar nichts. Das muss ich Ihnen mal ganz klar sagen, gar nichts. Und diese Interessen, übrigens liegt das auch im Interesse unserer Wirtschaft, und diese Interessen haben maßgebend zu sein, nicht die Interessen der USA. Und beim G7-Gipfel und dann beim Gipfel der EU geht es ja, Sie haben darüber gesprochen, auch um die östliche Partnerschaft und damit auch um den Ukraine-Konflikt. Am 28. Juni sollen Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine, mit Moldawien und mit Georgien unterzeichnet werden. Es handelt sich hier um drei souveräne Staaten. Ein Vierteljahrhundert sind sie nicht mehr Bestandteil der Sowjetunion. Und Sie haben völlig recht, Frau Bundeskanzlerin, diese drei Staaten haben das souveräne Recht, Abkommen mit der EU zu schließen. Aber es darf nie wieder passieren, dass auch die EU-Kommission eine Alternative daraus macht, wie bei der Ukraine, und sagt, entweder mit Russland oder mit uns. Sie haben gesagt, Sie sind dafür, alle drei Staaten brauchen gute Beziehungen zur Europäischen Union, aber auch gute Beziehungen zu Russland. Und genau dafür müssen wir uns einsetzen. Das haben Sie gesagt, ich habe das mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, die Ukraine ist auch in einer tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise. Die Ukraine hat größere Schulden als Griechenland. Ich sage es nur mal. Die Bundesregierung macht die gleiche falsche Politik wie in Deutschland mit der Agenda 2010 und gegenüber Südeuropa. Wieder wird von der Ukraine verlangt, Renten zu kürzen, Lohnkürzungen. Es wird verlangt, die öffentliche Daseinsvorsorge zu privatisieren. Das ist der falsche Weg. Und wissen Sie, was die Leute nicht verstehen? Wieso eigentlich nicht die Oligarchen des Landes, sondern die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer die Krise bezahlen müssen? Das ist nicht akzeptabel, und zwar in keinem Land. Weder in der Ukraine, noch in Russland, noch in anderen Ländern. Noch in anderen Ländern. Und das ist auch unverantwortlich. Minsk II hat einen fragilen Friedensprozess ausgelöst. Er muss von allen Seiten umgesetzt werden. Das bedeutet aber, dass die NATO aufhören sollte, in Polen und in den baltischen Staaten die militärischen Muskeln spielen zu lassen. Und dann, wenn die NATO ihre Provokation einstellt, haben wir auch viel bessere Voraussetzungen, von Russland zu verlangen, ebenfalls die Manöver, die ich abenteuerlich finde, einzustellen. Wir brauchen doch jetzt nicht eine gegenseitige Hochrüstung. Wohin soll denn das führen? Wir brauchen Abrüstung und Deeskalation. Und dafür müssen Sie stehen, Frau Bundeskanzlerin. Sie haben über die geplanten Freihandelsabkommen gesprochen, haben die nur gewürdigt, haben nur die Chancen betont und gehen auf die Kritik daran überhaupt nicht ein. Also es geht ja mindestens um vier Abkommen. Einmal TTIP zwischen der EU und den USA, CETA zwischen der EU und Kanada, dann TPP zwischen den USA und Ostasien und dann das Dienstleistungsabkommen TISA zwischen 23 Staaten in Europa, USA, Lateinamerika und Asien. Überall geht es um den Zugang der Finanzkonzerne unbegrenzt zu den Daten der Bürgerinnen und Bürger. Den Datenschutz können wir dann abschreiben. Das ist überhaupt nicht hinnehmbar. Die USA wollen erreichen, dass Unternehmen, die in einem anderen Land Dienstleistungen anbieten, dort keinen Firmensitz mehr benötigen. Das bedeutet, dass dann auch das europäische Recht nicht für sie gilt. Wo soll das Ganze enden? Und die öffentliche Daseinsvorsorge soll privatisiert werden, und zwar vom Gesundheitswesen über Verkehr, Handel, Energie, Telekommunikation bis hin zur Bildung. Und dann soll noch vereinbart werden, Sie machen das ja alles geheim, aber man ist ja immer auf die Informationen angewiesen, die man bekommt, eine Privatisierung soll nie wieder rückgängig gemacht werden dürfen. Und dann soll noch Standstill vereinbart werden, und das heißt, dass soziale, gesundheitliche und ökologische Standards eingefroren und nicht mehr erhöht werden dürfen. Sie machen jede vernünftige Änderung in der Politik damit unmöglich.
Ich sage es noch einmal, es gibt auch schwere Kritik an der Investitionsschutzklausel. Ich will Ihnen sagen, was das bedeutet. Also ein amerikanischer Konzern kommt nach Deutschland, begründet seinen Sitz. Zu diesem Zeitpunkt gibt es eine Rechtslage. Danach wählen die Bürgerinnen und Bürger eine vernünftige Bundesregierung. Also sagen wir mal eine mit Linken. Wenn das passiert, Herr Kauder, Sie dürfen sich schon darauf freuen. Ich würde Sie gerne mal als Oppositionsführer erleben. Aber ob Sie das können, weiß ich nicht. Wir werden das erleben. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt gar nicht mein Problem. Mein Problem ist ein anderes. Dann beschließen wir mehr Mitbestimmung und etwas höhere Steuern. Und dann sagen die Konzerne, nein, das verstößt ja gegen das Verbot von Investitionshemmnissen. Sie machen eine Politik in dieser Richtung unmöglich. Das ist zutiefst undemokratisch und darf nicht passieren. Ich sage Ihnen ganz klar, auch die Schiedsgerichte sind ein Skandal. Die deutschen Unternehmen müssen den Gerichtsweg gehen. Die amerikanischen machen das über ein Schiedsgericht. Für Geld kriegen die alles mit 3 Advokaten geregelt. Das ist absurd, kann ich nur sagen. Und dann kommt noch hinzu, dass Lebensmittel plötzlich erlaubt werden dürfen, die bei uns aber verboten sind, und zwar aus guten Gründen. Nicht mal das Reinheitsgebot des Bieres. Ich bitte die Bayern, sie müssen doch wenigstens darauf achten, Würde halten unter diesen Bedingungen. Also, deshalb sind wir gegen diese Abkommen und meinen, das ist der falsche Weg. Der Gipfel der EU mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten in Brüssel, den finde ich auch spannend. Und wissen Sie was, Frau Bundeskanzlerin? Sie werden dort lauter Regierungs- und Staatschefs treffen, die immer eigenständiger und selbstbewusster werden. Es gibt dort auch viele linke Regierungen, die wollen aus diesem ganzen neoliberalen Mist raus und endlich Hunger, Elend überwinden und beseitigen. Aber es gibt noch was. Die USA spielen in Lateinamerika täglich eine geringere Rolle. Zum Teil hat China zum Beispiel als stärkster Handelspartner die USA schon abgelöst. Aber dadurch werden die lateinamerikanischen Staaten jeden Tag unabhängiger. Wissen Sie, was ich einen Skandal finde? Kolumbien ist inzwischen unabhängiger von den USA als Deutschland. Und ich finde, das sollten Sie ändern, liebe Frau Bundeskanzlerin. Und Lateinamerika hat, wie gesagt, auch entscheidende politische Veränderungen erlebt. Und ich bin auch froh, dass es endlich zu einem Handschlag zwischen dem amerikanischen und dem kubanischen Präsidenten gekommen ist. Wir müssen den Kalten Krieg hinter uns lassen. Die Blockadezeit muss endlich überwunden werden. Und Frau Bundeskanzlerin, haben Sie doch einfach mal den Mut und besuchen Sie bei aller Kritik einfach die Perle der Karibik, die schöne Insel Kuba. Was meinen Sie, was das für eine Geste wäre, wenn Sie das machten? Aber lassen Sie mich zum Schluss einen Satz sagen. Überhaupt, wir sind wichtig. Ich weiß. Die USA sind selbstverständlich wichtig. Ich weiß. Russland ist auch wichtig. China wird immer wichtiger. Aber bitte unterschätzen Sie nicht die Bedeutung und Relevanz von Afrika, Asien und Lateinamerika. Dankeschön. Thomas Oppermann ist der Nächste.